Und einen wunderschönen guten Tag, Leute. Heute beantworte ich euch eine der meistgestelltesten Fragen hier auf dem Kanal. Und zwar, was benutze ich für ein Equipment für meine Videoproduktion, für meine Vlogs, für meinen Instagram-Kanal? Und heute zeige ich euch mein komplettes Equipment 2020. Ich habe hier alles aufgetischt. Und außerdem könnt ihr das ganze Equipment nochmal unten nachschauen in der Infobox. Da verlinke ich euch alle Sachen auf Amazon. Und solltet ihr euch irgendwann mal was bei Amazon bestellen, einfach mal auf den Link klicken. Somit unterstützt ihr meinen Kanal. Ich kriege dafür ein bisschen Provision und euch kostet das nichts. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. So, Friends, ich würde sagen, wir fackeln nicht lange, sondern wir springen direkt rein und ich zeige euch meine Hauptkamera. Und zwar ist es hier die Lumix GH5 von Panasonic. Ein absolutes Biest an Kamera. Echt überhaupt nichts zu übertreffen bisher. Ich benutze die Kamera jetzt schon seit 2,5 Jahren für sämtliche Video- und Werbeproduktion, für meine Vlogs und für alles. Deswegen sieht es auch so ein bisschen destroyed schon aus. Ich habe hier noch so ein paar Dead Cats draufgeklebt. Damit hat man auch ein richtig gutes Audio. Klar, nicht absolut perfekt, aber wenn man noch ein perfekteres Audio will, dann kann man sich auch einfach ein Wireless Setup holen. Was mir absolut gefällt, ist hier dieses ausklappbare Display. Somit sehe ich mich auch in meinen Vlogs und kann das auch auf Videoproduktion richtig gut einsetzen in verwinkelten Situationen. 2 SD-Karten-Slots und jetzt zeige ich euch mein Objektiv. Mein absolutes To-Go-Objektiv ist das 14-24 von Sigma Art, ein Full-Frame-Objektiv, was auch ziemlich viel wiegt. Also ich muss sagen, 1,5 Kilo, das ist auf jeden Fall schon echt eine Hausnummer. Aber ich finde es einfach geil einsetzbar. Man kann es im Indoor-Bereich gut einsetzen, wenn man zum Beispiel Aufträge für Hotels hat oder auch für Automotivkampagnen, wie wir das zum Beispiel für Audi, BMW oder Porsche schon gemacht haben im Interieurbereich, lässt sich das Objektiv richtig gut einsetzen und deswegen ist es absolut mein Allrounder-Objektiv, auch für Vlogs, weil man diesen schönen Weitwinkeleffekt hat. Um das Objektiv nutzen zu können, braucht man aber einen kleinen Adapter und zwar ist es hier der Metabones Speed Booster XL, damit ich eine Full-Frame-Linse hier auf der Micro Four Thirds GH5 nutzen kann, benötigt man dieses kleine Schmuckstück auch nochmal. So, meine Lieben, kurzer Kamerawechsel und zwar habe ich gerade die Sequenzen mit der neuen GoPro Hero 9 gefilmt. Ich hoffe, das Audio und die Bildqualität waren okay. Ich habe die erst vor kurzem bestellt und finde die GoPros einfach nur absolut geil. Ich bin totaler GoPro-Fan und Fanboy. Ich benutze die echt auf vielen Produktionen und auch für meine Vlogs. Die GoPro, die ich zuletzt verwendet habe, war die GoPro Hero 6. Die habe ich echt auf vielen coolen Produktionen schon eingesetzt, aber auch für meine Vlogs natürlich und für ganz, ganz coole Instagram-Fotos. Ich habe dafür echt viele Halterungen und Befestigungen und finde die Kameras einfach nur geil, weil man damit echt einzigartige Perspektiven erreichen kann. Zum Beispiel diesen GoPro-Saugnapf, den verwende ich hauptsächlich dazu, den an die Tür zu pappen und einfach einzigartige Shots auf die Felge zu kriegen und eine wunderschöne Landschaft, das Auto richtig lang brettern zu lassen und man kriegt dann einfach dynamische Fahraufnahmen, wie man sie sonst nicht hinkriegt. Und gerade mit der GoPro, es hat kein Gewicht und sieht einfach nur traumhaft aus. Ich blende euch mal kurz ein paar Shots ein, die ich damit schon mal gemacht habe. Nicht zu vergessen sind natürlich ND-Filter für die GoPro, aber auch für die Hauptkamera nutze ich das, um so ein bisschen Motion Blur einzufangen. Gerade wenn wir in sehr hellen Umgebungen produzieren, ist es super notwendig, diese ND-Filter zu nutzen. Und ich nutze die ND-Filter für die GoPro von Polar Pro und für meine Hauptkamera die ND-Filter von Tiffen. Damit fahre ich richtig gut. Ich habe auf meiner Hauptkamera einen Vario-ND, das heißt, man kann ihn so ein bisschen verstellen und dann sieht man schon, dass die Kamera weniger Licht abbekommt. Mein zweites To-Go-Objektiv ist das 100mm-Objektiv von Canon, das Makro-Objektiv. Damit bekommt ihr zu einem richtig tolle Makro-Shots, das heißt schöne Detailaufnahmen, Strukturen von Sand, von anderen Sachen, die ihr vielleicht so noch nicht gesehen habt und natürlich auch noch die Möglichkeit habt, näher an Objekte wie zum Beispiel Tiere ranzukommen. Deswegen ist es mein zweites absolutes To-Go-Objektiv, was ich eigentlich immer in meinem Rucksack dabei habe.
Mein zweites To-Go-Objektiv ist das 18 bis 35 mm von Sigma Art. Damit bekommt ihr richtig schöne Porträtfotos, die richtig schön scharf sind. Ich habe es in letzter Zeit ein bisschen weniger genutzt. Wenn ich das genutzt habe, dann halt auf Produktion. Letztens, glaube ich, bei Audi haben wir damit schöne Rolling-Shots hingekriegt. Die sind super scharf geworden und einfach nur wundervoll. Da bekommt ihr nämlich den ND-Filter drauf, auf dem Weitwinkel nicht. Und dafür habe ich das Objektiv jetzt genutzt und habe das auch immer auf Produktion in der Tasche dabei. Leute, und was wäre ein gutes Video ohne schöne Luftbildaufnahmen? Und dafür nutze ich die Mavic Pro 2, ein absolutes Biest. Für Werbeproduktion, aber auch für eigene Vlogs, ein absoluter Killer. Ich habe dafür echt ein bisschen mehr hingeblättert, aber die Kameraqualität ist einfach nur einmalig. Das Ding ist super kompakt, passt in meinen Rucksack rein, ich habe das immer dabei. 3 Akkus sind dabei und eine Fernbedienung und damit zaubere ich die wunderschönsten Aufnahmen hin. Ich würde euch empfehlen, die Mavic Pro 2 zu kaufen. Wenn ihr vorhabt, mit euren Aufnahmen Geld zu machen, dann ist es die Nonplusultra-Drohne. Ich finde, die Phantom-Reihe, die ist zwar natürlich noch ein bisschen preisklassig höher, aber von der Bildqualität her kommt die Mavic Pro 2 richtig, richtig gut ran. Und ich habe kein vergleichbar besseres Modell bisher gefunden, was auch noch kompakter ist. Deswegen ist das meine To-Go-Drohne. Und ja. Und wenn ihr Bock drauf habt, dass ihr mehr über Drohnen erfahrt und ich euch ein bisschen mehr darüber erzähle, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich kriege immer richtig viele Nachrichten, ja, welche Drohne soll ich mir denn kaufen? Und das ist auf jeden Fall eines der professionelleren Geräte. Wenn ihr, sag ich mal, nur in Urlaub fahrt und schöne Luftbildaufnahmen machen wollt für zu Hause, fürs Fotoalbum, dann lohnt es sich nicht, so viel Geld auszugeben. Aber dazu kommen wir vielleicht noch in einem anderen Video. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Die Mavic Pro 2 nutze ich in Verbindung mit meinem iPad. So habe ich eigentlich das Maximale an Bildmaterial, was ich vor mir habe und kann schön sehen, wohin ich steuere. Alles schön detailliert. Ich nutze eigentlich selten mein iPhone, weil ich erstens nie Akku habe und zweitens finde ich das Bild, was dort angezeigt wird, auch mega klein. Und deswegen nutze ich hier das iPad. Das ist, glaube ich, eines der aus den ersten Generationen. Ich glaube, iPad 2 oder... Kein Plan, schieß mich tot. Auf jeden Fall iPad zur Übertragung vom Bildmaterial der Drohne. So, und um ein stabiles Video zu erzielen, benötigt man auch einen stabilen Gimbal. Und das ist der, den ich hier nutze. Und zwar ist es der DJI Ronin S. Ihr seht schon, ich bin absoluter DJI-Fanboy, nicht nur GoPro. Und es kommt noch ein bisschen mehr DJI-Equipment gleich auf euch zu. Aber den nutze ich tatsächlich eher meistens auf Werbeproduktion. Wenn ich zum Beispiel engagiert werde, um Werbefilme zu drehen, wie zum Beispiel für Audi, BMW oder Porsche oder aber auch für Hotels. Man möchte den Kunden natürlich das Beste an Material liefern und keinen Shaker damit einbauen. Deswegen nutze ich den meistens halt für Werbeproduktion. Für meine Vlogs schieße ich eigentlich alles Handheld und da kann das auch so ein bisschen rougher und tougher sein. Vor allem hat man bei den Vlogs auch nicht immer so viel Zeit und deswegen kommt der hier immer eigentlich nur zum Einsatz. Wenn wir Werbeproduktionen haben und ich engagiert werde, ja, bis zum nächsten Mal. Ja Leute, switchen wir von DJI wieder zur GoPro und zwar nutze ich diese Kamera hier meistens für meine Stories. Einige von euch haben mich schon gefragt, so, ey, was für eine Drohne benutzt du für diese Aufnahmen? Und es ist keine Drohne, es ist eine 360-Grad-Kamera. Ihr habt vorne und hinten eine Linse und die Kamera selber verbindet dann beide Bilder zu einem Bild und dann könnt ihr quasi durch das ganze Universum irgendwie scrollen. Richtig coole Aufnahmen, die man damit gestalten kann. Ich habe auch ein paar Aufnahmen damals für Audi gemacht, die leider nicht ins Werbevideo gekommen sind, aber irgendwie trotzdem ganz cool, ein paar schöne Imitationen von Drohnenaufnahmen zu machen, vor allem so gerade FPV-Style. Aber dazu kommen wir gleich noch und ja, die GoPro Max, absolute Spaßkamera, macht richtig Fun damit, Stories zu machen und man bekommt auch einfach richtig coole, einzigartige Perspektiven hin. Gerade so im Interieurbereich, wenn man Stories filmt, finde ich, ist das einfach ein richtig gutes Ding. Aber ja, eher so ein Fun-Camera. Die besten Aufnahmen mit der GoPro Max bekommt ihr mit dem längsten Selfie-Stick. Und das hier ist der von Telesin. Ich verlinke ihn euch unten nochmal. Der ist ungefähr 2,5 Meter oder
2,70 Meter lang, also ein absolutes langes Ding, aber damit bekommt ihr einfach richtig, richtig coole Aufnahmen. Damit könnt ihr auch diese Orbits machen, wie ich zum Beispiel schon auf Teneriffa gemacht habe, und damit bekommt ihr einfach diese krassen Drohnenimitationen hin. Also wenn ihr keinen Bock habt, eine Drohne zu kaufen, kauft euch die GoPro Max, das ist meine Empfehlung, und dazu dieser Selfie-Stick. So Leute, kommen wir zu meinem Unterwasser-Equipment, und zwar fangen wir erstmal mit dem hier an. Das ist der Domeport für die GoPro Hero 6. Für die 9er gibt es leider noch keinen, aber damit könnt ihr die wunderschönsten Unterwasseraufnahmen machen für euer Instagram, für, keine Ahnung, Vlogs und sonstiges. Nutze ich eigentlich das kleine Ding hier immer. Vor allem bekommt ihr hiermit halb Unterwasser und halb Überwasseraufnahmen hin. Einige von euch haben mich nämlich schon auf Instagram gefragt, wie kriegst du diese Bilder hin? Und ja, das Geheimnis ist dieser Domeport. Dadurch, dass ihr quasi ein bisschen mehr Abstand zum Wasser habt von der Linse durch diese Kuppel hier, bekommt ihr hier diese Wasserlinie abgezeichnet am Domeport und bekommt halb und halb Aufnahmen. Und das ist das absolute To-Go, was ihr für euren Urlaub benötigt. Aber die Qualität bei den GoPros ist natürlich auch begrenzt, und wenn wir für Werbeproduktion gebucht werden, bräuchte man natürlich auch ein bisschen Upgrade. Und dafür habe ich hier ein Underwater Housing für meine Hauptkamera, mit der ich das Ganze hier gerade filme. Damit kriegt man natürlich absolute Knalleraufnahmen unter Wasser hin. Das Ding ist natürlich auch wesentlich kompakter und größer und pflegeintensiver. Aber wenn wir natürlich für unsere Kunden produzieren, dann wollen wir natürlich auch das Beste an Qualität für sie liefern. Und dazu habe ich mir hier dieses Underwater Housing von SeaFrogs zugelegt. Die Aufnahmen sind natürlich absolut scharf. Das einzige Problem ist, man muss vorher schon einiges einstellen, dann die Kamera reinsetzen und natürlich ein bisschen zeitintensiver. Deswegen für Vlogs nutze ich trotzdem immer meistens noch die GoPro. Sollten wir aber auf Videoproduktionen sein, auf den Malediven oder zum Beispiel demnächst hoffentlich auf Hawaii, dann werde ich dieses Ding mal wieder mitnehmen, damit wir die besten Foto- und Videoaufnahmen hinkriegen. Ich hoffe noch irgendwann damit mal Delfine und Wale vor die Linsen zu bekommen. Und ja, das ist das Underwater Equipment von mir gewesen. Und Leute, meine absolut neueste Errungenschaft ist diese FPV-Drohne. Ich habe mir die selber zusammengebaut, selber programmiert, und ich bin absolut nur stolz auf meine Erfolge. Ich sitze an dem Projekt schon seit November, also das ist ein absoluter Zeitkiller und Zeitschlucker. Aber die Aufnahmen, die man damit machen kann, Leute, das ist Next Level Shit. Ohne Spaß. Also es macht erstens richtig Fun, die Drohne zu fliegen, und die Aufnahmen, die man damit erzielt, und Perspektiven, sind einfach aus einem anderen Planeten. Also vorher konnte man das, glaube ich, nur mit Computeranimationen machen, und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Produktionen im Bereich Automotive und im Bereich Hotels. Landschaften, Destination, das Ding wird der absolute Allrounder Drohneneinsatzkiller sein. Ey, ohne Spaß, ich freue mich darauf richtig. Ich war letztens auf einer Produktion in Lissabon, und wir hatten einen Kollegen engagiert aus Spanien, der damit schon richtig gut umgehen konnte. Und ich bin noch heißer geworden auf FPV-Aufnahmen. Deswegen, ich übe täglich mit der Drohne, und die Aufnahmen, die ich damit schon mache, sind schon echt pervers. Und ich freue mich, das Ding schon demnächst einzusetzen auf Werbeproduktionen für die Automobilindustrie, für Hotels, für Destinationen. Ich glaube, das Ding wird nochmal Perspektiven erreichen, die so noch keiner gesehen hat. Und ich bin übel stoked darauf. Vor allem freut mich das auch, dass ich schon so schnell Erfolge erzielen konnte. Also seit November sitze ich dran. Aber das Ding ist einfach nur absoluter Killer. Ja, und wenn man viele Aufnahmen macht, dann benötigt man natürlich auch viele Festplatten, und ich nutze eigentlich immer nur diese Lacy Rugged. Finde, die sehen echt cool aus, man vergisst die nie und sind natürlich auch noch spritzwassergeschützt, schockresistent, und man hat dadurch auch, glaube ich, immer noch ein bisschen Cloud-Speicher oder sowas bei Adobe. Nutze ich eigentlich selten, aber das sind meine To-Go Hard Drives, die ich eigentlich immer mitnehme. Hier oben schreibe ich dann auch immer meine Produktion hin, was da drauf ist, was gespeichert ist, und ja, das sind die Festplatten, die ich für meine Produktion immer nutze. Jo, und kommen wir zur letzten Frage, und zwar, womit bearbeite ich meine Fotos und Videos, und die Hardware dazu liefert mir mein MacBook Pro von 2019. Ich habe mir den letztes Jahr zugelegt nach ziemlich langer Überlegung. Also ich glaube, ich habe 2 Jahre überlegt, habe immer auf so einem Gaming-Laptop geschnitten und habe mich absolut nur abgefuckt, dass das Material so stottert und das Rendering ziemlich lange dauert. Und ich habe richtig lange überlegt, hole ich mir jetzt einen iMac, der natürlich noch ein bisschen besser ist und kostet genauso viel. Oder hole ich mir einen Gaming-Laptop, den ich irgendwie aufstauen kann, vielleicht einen Laptop, den ich mir selber zusammenbaue. Und ich kam einfach zu dem Entschluss, dass viele Video-Editor
einfach Mac nutzen, weil es einfach absolut unkompliziert ist. Ja? Eigentlich kommt jedes Programm damit zurecht. Es stürzt kaum ab. Also bisher ist es mir echt nur zweimal abgeschmiert. Ich habe jetzt auch meine Varianz so ein bisschen aufgestockt mit einem besseren Prozessor und einer besseren Grafikkarte. Das Ding ist einfach nur ein absolutes Biest im Videobereich. Ich kann damit super schnell rendern. Und was mich dazu bewegt hat, zum Mac zu wechseln, war einfach, dass ich viele Video-Editor getroffen habe, die Macs von 2014 benutzen und einfach die neuesten Codecs trotzdem öffnen können. Und mein neuer Gaming-Laptop, den ich im selben Jahr gekauft habe wie die Drohne, kann das nicht. Und da habe ich gesagt, so, nee, ich hole mir jetzt einen Mac und bin damit absolut zufrieden. Und vor allem habe ich auch ein iPhone. Das Ding ist einfach super kompatibel mit AirDrop, verschickt ihr einfach die krassesten Dateien, habt ihr in vollster Auflösung auf eurem Smartphone und könnt es direkt bei Instagram hochladen und sonstiges. Also dieses Mac-Ökosystem hat mich total gecatcht und ich bin hier irgendwie ein bisschen gefangen. Deswegen ja, MacBook Pro, das ist meine Variante, Videos und Fotos zu bearbeiten. Im nächsten Video nehme ich euch mit auf eine Produktion zusammen mit BMW M und Mr. Goodlife. Wir haben nämlich Anfang des Jahres ein richtig cooles Social Media Projekt zusammen begleitet und zwar haben wir Fotocontent und Videocontent für den neuen BMW X6 M gemacht. Und das Ding ist einfach nur ein Bombending gewesen. Ich freue mich auf jeden Fall, euch schon das Video zu zeigen aus Phoenix, Arizona. Danach habe ich nämlich einen kurzen Roadtrip gemacht zum Grand Canyon. Die Videos findet ihr schon unten bei mir. Es war nämlich Anfang des Jahres. Jetzt komme ich erst dazu, das Behind the Scenes hochzuladen. Aber ich freue mich auch schon darauf. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Tschaußen.